Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und einige werden es vielleicht allein hier schon gemerkt haben. Und zwar habe ich das Video gelöscht. Und deswegen muss ich dieses Spiel jetzt auf Anschluss aufnehmen. Alles weitere werde ich euch im Spiel erklären. Das ist unsere Aufstellung. Hier, wir sehen schon im Online-Kader, ist Höger, hat ein Upgrade bekommen. Und Horn muss natürlich noch rein. Kessler hat ein Upgrade bekommen. Ja, der spielt ja jetzt auch öfter. Und Hector hat auch ein Upgrade bekommen. Modest runter, Osako runter und Clemens runter. Wir tun Bittencourt auch nochmal rein. So. Und wir legen los und alles weitere erkläre ich euch dann im Spiel. Los geht's in Berlin im Olympiastadion. Und wir spielen heute gegen Hertha BSC. Das ist ja der 8. Spieltag. Nur leider ich habe es aufgenommen, aber habe aus Versehen die Aufnahme gelöscht, Leute. Ich habe aus Versehen die Aufnahme gelöscht. Sehr ärgerlich. Und damit an diesem Tage keine Lücke bleibt, habe ich mir gedacht, spielen wir dieses Spiel doch einfach. Aber im Anstoßmodus und zwar mit den gleichen Spielern, wie wir auch so gespielt hätten. Das Ergebnis ist 2 zu 0, also 2 zu 0 für uns ausgegangen. Ich konnte dieses Spiel leider nicht nochmal neu spielen, weil bei Schnellspeichern war das leider nicht mehr. Deswegen haben wir das Spiel jetzt 2 zu 0 gewonnen. Also egal, wie wir jetzt hier heute spielen, wir gewinnen dieses Spiel. 2 zu 0, so wird das gewertet im Karrieremodus. Und aber nicht nur das ist mir passiert, sondern ich habe auch schon gegen Frankfurt und gegen Gladbach gespielt und habe es einfach nicht aufgenommen, weil die Aufnahme plötzlich unterbrochen hat. Ich wusste nicht, dass wenn man aus Menü zugreift, dass das dann, ich hätte gedacht, es wird dann automatisch gespeichert, ohne dass man das stoppen muss, aber es wird dann komplett gelöscht und deswegen muss ich diese zwei Spiele auch nochmal neu aufnehmen. Gegen Frankfurt hatte ich 1-0 gewonnen und gegen Gladbach 2-1 und wir waren Erster in der Tabelle. Sehr ärgerlich. Aber gegen Union Berlin und gegen Hamburg habe ich schon gespielt und die Spiele lade ich dann auch hoch. Das heißt, dieses Spiel ist eigentlich ein Spiel, was vor Union Berlin kommt. Aber ich habe es trotzdem ich habe es trotzdem nachher aufgenommen. Und gegen Hamburg, nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Stimmt, das sage ich lieber nicht, weil das kommt ja noch. Ja, egal. Aber wir machen hier, weil ich habe mir sogar einen eigenen Spieler irgendwann mal erstellt, aber der spielt hier nicht mit, weil das die Online-Kader sind. Ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht auf Anfänger spielen, um hier einfach mal so viele Tore oder auszuprobieren oder schöne Tore zu machen, aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass wir einfach richtig spielen, halt so tun, als wäre es der Karrieremodus, aber dieses Ergebnis wird halt nicht gewertet. Das hat mich gestern so aufgeregt und kurze Zeit war ich richtig depressiv und hatte gar keinen Bock mehr auf YouTube, weil das einfach richtige Scheiße ist. Es ist absolut schwierig, das zu schneiden und so, und dann habe ich das auch noch aus Versehen gelöscht. Aus Wut, dass dieses Gladbach-Spiel und so einfach nicht gespeichert hat, hatte ich das aus Versehen gelöscht. Das ist so ärgerlich, aber naja. Dafür machen wir jetzt das hier und wir sind gut. Wir sind gut momentan. Das ist auch Profi. Und ja. Das war's soweit. Ich habe auch eben noch ein Video gedreht, so ein, ja, ein etwas anderes Video mal, nicht so Let's Play mäßig, wie man es auf meinem Kanal gewohnt ist, sondern ja so eher so wie die Fußball Challenge. Also vielleicht treffen ANTV und ich uns morgen nochmal, um so einen zweiten Teil zu drehen. Also für euch, wenn das Video hochkommt, war das gestern. Wir haben heute Freitag, das Video kommt Sonntag online. Also gestern, also Samstag. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die wir machen. Entweder wir nehmen eine Fußball-Challenge auf oder wir haben ein FIFA-Challenge-Video aufgenommen.
keine Ahnung, welches wir nehmen. Und Hertha führt 1-0, aber das ist ja Pieps. Kack, Pieps, egal. Scheiß drauf. Und ja, gut. Die sahen so gleich aus. Und ich frage mich gerade hier, warum ist das auf meinen Kopfhörern so laut? Ich höre gar nichts mehr. Das ist echt blöd. Naja. Ich habe es auf jeden Fall gelöscht. Gott sei Dank wurde dann dieses 2-0 gewertet. Immerhin. Was war das denn? Jetzt kann ich auf jeden Fall mal runterschreiben, den Ton hier. Warte, wie geht das jetzt? So. Für euch hat das jetzt nichts gebracht, aber ich höre hier jetzt mehr und muss nicht die ganze Zeit so brüllen. Und zwar habe ich eben ein recht lustiges Video gedreht und ich finde, es ist wirklich was draus geworden. Also es ist mein erstes mein erstes Video mit diesem Format und es ist natürlich jetzt nicht das Beste, aber ich denke, es kann sich ruhig zeigen lassen für einen YouTuber, der 33 Abonnenten hat, ist das eigentlich, glaube ich, ein ziemlich gutes Video. Und ja, keine Ahnung, wann das hochkommen wird, irgendwann, wenn mein Material mal ausgeht. Und ja. Auf jeden Fall hatte ich gestern nach diesem Video keinen Bock mehr, nicht mehr so viel Bock auf YouTube. Und konnte auch erstmal überhaupt nicht einschlafen deswegen. Ich verstehe jetzt, warum diese ganzen YouTuber, die müssen richtig unter Druck stehen, ganz ehrlich. Zum Beispiel Gronkh oder so, die dann 3 Videos oder 2 pro Tag hochladen. Das ist richtig krass. Und der macht nichts anderes in seinem Leben, glaube ich, als zocken. Ich produziere auch vor und es kommt mir so vor, als würde ich den ganzen Tag hier vorhängen. Und Halbzeit. Ja. Schaut euch auf jeden Fall das Pokalspiel bitte bis zum Schluss an. Das ist sehr wichtig, denn da mache ich ziemlich viele Ankündigungen. Dazu will ich jetzt auch noch gar nicht so viel zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr dieses Spiel bis zum Ende schaut. Und es regt mich natürlich auf, dass das mit Eintracht und so nicht aufgenommen hat, denn wir haben beide Spiele einfach gewonnen, gegen Eintracht und gegen Gladbach. Das sind eigentlich beides schwierige Gegner und wir waren einfach Erster nach dem kompletten Spieltag, nach dem kompletten 11. Spieltag, was ich niemals gedacht hätte, dass wir überhaupt so etwas schaffen. Und das ist abnormal. Erster, dass wir hatten so einen schlechten Saisonstart nach dem 5. Spiel. Ja, am 6. Spieltag haben wir erst unseren 2. Sieg eingefahren, Leute. Und echt, dass wir das noch schaffen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber hoffentlich schaffen wir das jetzt auch noch einmal, denn es fehlen jetzt 6 Punkte wieder. Aber naja, wir sind trotzdem, glaube ich, 4. Aber ich weiß es nicht genau. Und ja, schade. Naja, gut. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt wieder besser, dass ich eine Lösung gefunden habe, um diese Lücke am Sonntag zu schließen. Ich sollte eventuell vielleicht auch nochmal die Journey-Videos machen. Habe ich eigentlich gar nicht mehr gemacht. Ich habe nur das erste Video, was ihr vielleicht schon gesehen habt, gemacht und das war's. Keine Ahnung warum, ich hatte irgendwie keinen Bock auf the Journey und da läuft er jetzt auf die Außenbahn, weil da kein Platz. Und das war Pfosten zuerst, aber jetzt ist er drin und ich denke, dass ja, Zoller übrigens hat sehr gut gespielt gegen Gladbach und schade, dass das nicht gezählt hat. Er hat richtig schönes Tor gemacht. Die besten Tore passieren nämlich genau dann, wenn man es nicht aufnimmt. Das ist natürlich klar und ja, das war auch nicht schlecht. Erst gegen Pfosten und dann reingemacht. 1-1 auf jeden Fall ist nicht so gut, wie ich das erste Spiel gespielt habe gegen die, aber es zählt ja sowieso nicht. Das heißt, man ist nicht so motiviert, sage ich mal jetzt. Und ja.
Vorteil. Jetzt Hertha ein bisschen länger im Ball besitzt. Ne? Ich habe jetzt eigentlich so alles gesagt, was ich in diesem Video so ansprechen wollte. Na, Kopfball, aber Horn hat den Ball. Sörensen. Gut nicht. Ist er. Ich habe mal gesehen, dass bei einem YouTuber, der auch FIFA-Videos macht, dass der unten diese Namensanzeigen gar nicht hat, sondern dass er die Namensanzeigen und mit der Schussstärke hat er über den Spieler so eingestellt, dass die über den Spieler angezeigt werden. Das mache ich. Wäre eigentlich gut, dass ich, vielleicht sollte ich das auch mal machen, denn dann muss ich nicht immer nach unten gucken, um zu kommentieren, damit ich den Namen weiß, weil dann muss ich immer nach unten gucken und wenn ich wieder hoch gucke, ist der Ball weg. Das ist nicht so toll. Aber jetzt, hier, Modest, komm. Nein, als ob. Und er war nicht drin. Anthony Modest mit links. Schade. Und Hertha BSC wechselt. Mitchell Weiser kommt raus. Naja. So, weiter geht's. Modest. 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 Modest ist nicht mehr am Ball. Schade. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, mache ich das nicht klassisch, sondern ich lasse das so, weil in der Bundesliga wurde jetzt eigentlich auch nicht, wird auch nicht weitergespielt. Andererseits wäre es mal lustig zu sehen, wie das aussieht beim Elfmeterschießen, weil dieses oben links, ja oben links, so sieht das ja normalerweise nur in der Bundesliga aus und in der Bundesliga gibt es halt keine Spiele, die länger dauern als 90 Minuten. Ne? Schön. Ein Pass. Leider Ball abgenommen. So, weiter geht's. Und wenn ihr Vorschläge habt für Challenges, für FIFA-Challenges, Fußball-Challenges oder sonst welche Challenges, in zum Beispiel Bottle Flip oder keine Ahnung was, schreibt es in die Kommentare und ich mache es oder wir machen es, wenn das nur zu zweit geht. Und ihr müsst auch einfach schreiben, was ihr von mir sehen wollt, sonst weiß ich nicht, was euch interessiert. Was euch halt interessiert und das würde mich echt mal interessieren, was ihr so von mir sehen wollt. Und schreibt das einfach mal in die Kommentare. Das wäre echt nett. Denn momentan kriege ich immer von denselben drei die Kommentare von zwei immer positive Kommentare. Und von einer kriege ich einfach immer nur Baum. Das ist, ja, das ist sehr hobbylos. Unter jedem meiner Videos müsst ihr echt mal gucken, unter jedem meiner Videos steht Baum. Wenn nicht, dann liegt das daran, dass ich die unter Spam getan habe. Das ist einfach so hobbylos und da habe ich sie mal angeschrieben, warum sie das tut und sie hat, ich habe dann geschrieben, hast du Hobbys? Und sie hat geschrieben, was sind Hobbys? Ja, also. Ne? Einfach unter jedem meiner Videos. Na komm. Ach, wir haben schon 90. Minute, das Spiel ist fast um. Passiert hier noch was? Danke. Jetzt nochmal in die andere Richtung, aber ich glaube, das wird nicht. Ja, daraus wird nichts mehr. Und das Spiel ist aus. 1:1 geht's aus. 2:0 wird's gewertet, wie gesagt, weil dieses Spiel zählt nicht. Aber egal. Wir haben trotzdem eigentlich gut gespielt. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder gegen FC Union Berlin. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Das war ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer geworden als die anderen, weil es halt nicht im Karrieremodus ist, aber sondern nur Anstoß. Aber naja, war mein Fehler, kommt hoffentlich nie wieder vor und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.